Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Heute haben wir wieder was Witziges vor uns. Es geht um Apple. Eigentlich geht es nicht um Apple. Oder dann irgendwie doch schon. Ihr seht es ja im Prinzip. Auf meiner Website moschus.de. Habe ich gerade einen Artikel geschrieben. Und ich dachte, ich rede auch nochmal drüber. Gufone ist einfach zu feierlich. Weder, was ist Gufone? Ich hatte Gufone und auch Vifone. Ich glaube, die gehören zusammen. Ist wahrscheinlich eine gleiche Fabrik. Die sind dafür bekannt, dass sie Kopien herstellen. Soviel ich weiß, haben die gar keine Eigenentwicklungen, sondern die sind wirklich darauf spezialisiert, bekannte Geräte zu kopieren. Nun, auch bei den Kopien muss man nochmal unterscheiden. Es gibt einmal die Kopien, da wird einfach nur der Name übernommen, dann irgendwie eine Custom-UI noch ein bisschen draufgeballert auf irgendein altes Android und nennt man dann halt P40 Pro. Und dann gibt es noch die 1:1 Kopien. Davon habe ich schon mehrere vorgestellt, kann ich euch auch nochmal verlinken und in der Videobeschreibung auch nochmal benennen. Und diese 1:1 Kopien, na ja, eigentlich, da sagt es der Name schon, da versucht der Hersteller wirklich, das Gerät möglichst dem Originalen nachzuempfinden. Es ist natürlich nicht die gleiche Hardware drin und im Speziellen bei Apple aber natürlich das Problem, naja, iOS gibt es jetzt nicht gerade überall so zum Download und selbst installieren. Das heißt, natürlich läuft das alles auf Android-Basis, aber wir wissen, Custom UI, das ist für viele Leute kein Problem und ja, das macht Gufone auch. Könnte man Gufone OS nennen und sieht rein zufällig natürlich aus wie iOS. Da fragt man sich jetzt natürlich auch wieder, wie das mit den einzelnen Funktionen ist. Im Einstellungsmenü und mit der Apple ID beispielsweise. Ja, man kann eine Apple ID immer eingeben. Der meldet sich dann auch mit der Apple ID an. Vollkommen egal, was man da einträgt. Das ist denen völlig egal. Im Großen und Ganzen passiert natürlich nichts. Man kann die ganzen Services von Apple natürlich nicht benutzen. Und im Einstellungsmenü, die meisten Punkte, die in irgendeiner Art und Weise was mit Apple zu tun haben, die sind einfach tot. Da kann man halt drauf tapsen und es passiert im Großen und Ganzen gar nichts. Nochmal vorweg, allerdings würde ich mich nicht mit einer wirklich funktionierten Apple-ID anmelden, weil man weiß nie, ob die im Hintergrund nicht irgendwie verschickt werden. Okay, nun, also der aktuellste Wurf von Gufone ist also das Gufone 12 Pro Max. Und ja, es ist, wie der Name schon sagt, eine Kopie vom iPhone 12, welches aber noch nicht auf dem Markt ist. Und ich verlinke euch ja meine Website, moschus.de, und in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch den Beitrag dazu auch nochmal durchlesen. Ihr seht, also ich war wieder unglaublich fleißig. Und wichtig am Ende, auch der kleine Hinweis, zu dem kommen wir allerdings noch, aber erstmal zum Design. Und erstmal zu der Tatsache, dass Gufone eine Kopie von meinem Telefon rausbringt, welches dann gar nicht am Markt ist. Und wie ich das dann auch in meinem Artikel geschrieben habe, ja, es orientiert sich an den bisherigen Leaks. Das hatten wir schon mal gehabt, auch bei einem iPhone. Und das hatte ich sogar, glaube ich, auch auf YouTube vorgestellt. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher Generation das war. Ich habe das jetzt im Speziellen nicht nochmal bestellt. Das ist auch mal mit einem gewissen Risiko verbunden, die Dinger zu importieren, weil, gut, in dem Falle kann man vom Plagiat ja nicht sprechen, weil immer in ihrem Gerät kopiert wurde, welches ja nicht existent ist. Allerdings, Gufone kopiert häufig auch die Logos mit und das ist nun absolut verboten. Das heißt, ihr findet halt das Apple-Logo auf der Rückseite, ist auf dem Bild jetzt hier nicht zu sehen, aber ich weiß, dass es Versionen gibt mit und ohne den Original-Logos. Und daher ist nicht so ganz einfach. Und wenn der Zoll das dann halt als Plagiat rausfischt, dann wird Apple informiert und der, naja, kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn die jetzt Bock drauf haben. Naja, wie dem auch sei. Man kann halt jetzt schon Leute wirklich extrem hart verwirren mit iPhone 12 Plagiat, was man auf den ersten Blick wirklich absolut nicht sieht. Aber wie dreist Gufone einfach mal ist. Und am Ende muss ich euch noch darauf hinweisen, dass die Geräte von Gufone einfach unglaublich schlecht und viel zu teuer sind. Im Preisbereich bekommt ihr Smartphones von Redmi, Humidigi oder Cubot, die bedeutend besser sind. Und das ist immer das große Problem von den Kopien von Gufone. Die verbauen immer, wirklich immer die gleiche Hardware. Das ist echt krass. Wir haben immer das gleiche Display, in der Regel ein HD+ IPS-Panel. Wir haben immer den gleichen Speicherausbau. Der ist wohlgemerkt variabel, aber wirklich, also sagen wir mal so, die maximale Speicherausbaustufe ist 16 GB. Festspeicher, nicht RAM, bevor ihr anfangt zu träumen. Beim RAM haben wir 1 oder 2 GB zur Auswahl. Aber schauen wir uns das Angebot mal direkt an. Habe ich jetzt hier nicht verlinkt. Ich will niemanden dazu verleiten, das zu kaufen, weil, wie gesagt, der Text dürfte eigentlich für jeden mehr als ausreichend sein, die Dinger halt nicht zu kaufen. Da man den Quatsch natürlich googeln kann, sobald man den Namen hat, zeige ich euch zumindest das Angebot. Das ist von DHGate. Da habe ich auch schon mal was bestellt. Und es ist schwierig, an die Klone ranzukommen. Gearbest, Bango, Chen, die führen sowas inzwischen gar nicht mehr. Ich glaube, Gearbest hat früher mal Plagiate geführt. Inzwischen nur noch Redmi, Cubot, Ukitel, Blackview, Humidigi. Es gibt genügend Unternehmen in China, die hervorragende Smartphones im unteren Preissegment herstellen. Und kurz gesagt, die sind auf diese Kopien absolut nicht mehr angewiesen. Ich gehe mal davon auch aus, dass diese Kopien jetzt nicht unbedingt für den Endkunden allein hergestellt werden. Zumal, ihr seht, man kann hier gleich mal 100 Stück bestellen. Ja, also DHGate ist auch so eine Art Großhändler. Ich denke, dass sie auch Händler bestellen,
Und die verkaufen dann die Geräte, naja, auf irgendeinem Basar im Ausland dann halt an Touristen, die gutgläubig sind. Und kann man ja auch anschalten, man kann das benutzen. Und man könnte tatsächlich, gerade wenn man nicht so viel Ahnung von Apple hat, davon ausgehen, oh, das ist ja ein echtes iPhone. Ich gehe davon aus, es wird dann von dem Gufo noch ein Update geben. Wenn das echte iPhone 12 released wurde, dann wird Gufo die Geräte halt updaten auf das aktuelle Design. Weil das ist, wie gesagt, hier nur für den Leaks. Aber schauen wir uns mal die Bilder an. Ja, 4 Kameras auf der Rückseite, auch der Rahmen, so wie man das... manchmal, ja, wie auch hier, haben wir dann plötzlich andere Bilder. Aber ich gehe davon aus, dass das hier das Original ist. Zumal, ich habe auch wirklich noch Originalbilder für euch. Wir haben eigentlich bloß runterscrollen. Ich muss jetzt gar nicht kein großes Geheimnis draus machen. Da hätten wir es schon. Falls man jetzt denkt, ja, das nimmt man halt in die Hand und dann merkt man, ist ja nur Plastik oder ist viel zu leicht oder viel zu schwer oder dies und jenes. Der irrt. Ich will jetzt keine Werbung für Gufo machen, aber die Verarbeitung und die Auswahl der Materialien ist mal hervorragend. Ihr seht schon hier, das ist ein echter Metallrahmen, das ist kein lackiertes Plastik, das ist ein Unibody. Wir haben, wenn das denn beim Originalgerät so ist, Vorder-, Rückseite Glas. Und es ist auch ein Allscreen-Design. Was die nicht hinbekommen, dafür sind die ganz so günstig, ist wirklich dieses, obwohl, naja, Apple hat ja noch nicht so das gute Verhältnis zwischen Display und Gehäuse, da geht das vielleicht noch. Aber bei anderen, zum Beispiel bei Samsung, wenn man es dann nebeneinander hält, da merkt man, okay, der Rand ist zu groß. Ich hatte ja zuletzt, das allerletzte war ja von mir ein Samsung, was ich vorgestellt hatte, ein Samsung-Plagiat. Und da merkt man das dann schon. Bei Apple ist die Kopie, sage ich jetzt mal, ein bisschen einfacher, weil das Design, no hate, aber muss man so sagen, wie es ist. Aber das Design ist ja mal nicht so wirklich aktuell. Wenn man das jetzt aufs iPhone 11 bezieht, das Server ist ja noch nicht draußen, da kann man auch nicht sagen, wie da das Display-Body-Verhältnis aussehen wird. Aber das ist mal das Schwierigste für die zu kopieren, weil ihr seht ja, was die Dinger kosten. Hier 180 Euro, das ist jetzt, ich habe jetzt random irgendein Angebot jetzt rausgenommen. Jetzt kann man hier noch ein bisschen, ach, nur die Farben kann man auswählen. Schwarz, Silber, Gold und Grün. Und ich habe schon Angebote ab 100 Euro gefunden. Kommen allerdings, je nachdem, noch Zollgebühren dazu. Und wenn der Zoll das dann, weil das ist hier kein zollfreier Versand, das kommt einfach mit DHL und das wird dann abgefangen. Die gucken dann da rein, wenn man Glück hat, merken die das nicht. Wenn man Pech hat, merken die das schon. Das mit der Auflösung hier, HD+, und dann steht da aber 2688 mit 1242. Das ist ein bisschen Blödsinn, das wäre Full HD+. Widerspricht sich hier, ich gehe davon aus, dass es ein HD+ Panel ist. Es kann sein, dass es unterschiedliche Versionen gibt. Vielleicht gibt es sogar eine Full HD+ Version. Ich sagte ja, ich habe Preise von ab 100 Euro gesehen, hier 180. Der Rest hier allerdings gleich. Basis soll hier Android 9 sein. Ob das dann so stimmt, das sei mal dahingestellt. Wie gesagt, da ist dann iOS ist dann einfach so drüber gebügelt als Theme. In der Regel wirklich sehr gut gemacht, davon abgesehen, sogar die Gesten funktionieren und der Task Manager, die ersten Einstellungen, wirklich alles astrein kopiert. Allerdings wird das Ganze betrieben immer noch vom 6580. Und der 6580, das ist ein SoC aus dem Jahre 2015, 28 Nanometer, Quad-Core 1,3 GHz mit der Mali 400. Wow, da läuft dann nicht mehr wirklich viel, weil der SoC und auch die Grafikeinheiten viel zu alt sind. Und auch von der Leistung her, ja, soll dann hier Android 9 nicht nur befeuern, sondern auch noch die UI, die drüber gemacht wurde. Und das endet dann alles in einer Dia-Show. Das habe ich euch schon gezeigt. Ich hatte noch nie ein Gufo, was man wirklich richtig gut verwenden konnte. Ich habe es auch geschrieben in den Artikel. Das ist bestenfalls eigentlich als Ausstellungsstück wirklich zu verwenden oder halt zum Angeben auf dem Schulhof. Aber das kann man nicht wirklich im Alltag für sich verwenden. 6580, das geht klar, wenn man Android Go beispielsweise hat. Und dann wirklich ein sehr, sehr, sehr schlankes System. Also Android Go und auf jeden Fall Stock. Aber hier, was sie da alles noch drüber gemacht haben, das ist alles überhaupt nicht optimiert. Und ich sag euch so, wie es ist, beinahe unbenutzbar. Gerade wenn man hier noch die, naja, günstigste Variante nimmt mit 1 GB Arbeitsspeicher und 4 GB Festspeicher. Die dürfte ja schon zu 50% mindestens voll sein, wenn man das Gerät geliefert bekommt. Ist echt unglaublich. Beste Ausbaustufe, also hier 2 GB Arbeitsspeicher, 16 GB Festspeicher, aber 1 GB und 4 GB, da zeigt man, das ist schon echt heftig. Wie gesagt, das mit der Auflösung, ich denke mal, die stimmt nicht. Da sind meistens immer Daten reingefaked. Hier steht auch gleich da, welche. Unglaublich, bei DHgate wird immer die, also meistens, stehen wirklich die echten Daten auch in den Angeboten. Hier steht es zwar 56 und 512, also wahrscheinlich entweder das eine oder das andere, vermutlich, je nachdem, welche Speicherausbaustufe man wählt, keine Ahnung. Aber hier steht gleich Show, also es wird nur angezeigt. Also im Einstellungsmenü steht dann halt, man hat 512 GB Arbeitsspeicher. Ach Quatsch, Festspeicher. Gut, der Arbeitsspeicher wird, glaube ich, unter iOS oder so nie angezeigt. Und keine Ahnung, was noch so an technischen Daten dann bei iOS mit angezeigt wird. Aber ist alles gefälscht. Ist alles nur reingefaked. Aber die echten Daten stehen hier wirklich ganz offen ablesbar in der Beschreibung. Auch kein LTE. Der 6580 ist zu alt. Der macht natürlich
kein LTE, bei UMTS ist da Schluss. Die Akkukapazität 3500 mAh, ja, wenn es stimmt, dann hält das Ding wirklich sehr lange durch. Wie gesagt, die Auflösung, die sollte eigentlich nicht, ach, das ist die Version hier mit 1 Gig, 4 Gig. Das ist bloß ein kopiertes Datenblatt, aber ihr habt ja gesehen, man hat hier nur die Farben zur Auswahl, also mit 180 €, hier muss ich sagen, echt teuer. Und hier nochmal die Bilder gezeigt von dem Telefon, sieht echt vernünftig aus, ein richtig sauber verarbeiteter Rahmen. Die werden ja keine Prototypen bauen extra für die Kamera, das ist auch ein Händler, der das hier anbietet und nicht direkt jetzt der Hersteller. Und man fragt sich, warum der, ob die Schere an der Stelle auseinandergefallen ist. Ja, da sieht man schwer nach USB-C aus. Das ist eigentlich immer eine irre Mischung aus etwas Modernem und was sehr, sehr Alten. Natürlich gibt es auch iPhone 11 Kopien. Da müssen wir natürlich Gufone eingeben, sonst funktioniert das nicht. Moment, Gufone S20 Ultra. Ah ja, Gufone 11 Pro, wie viel? 98 €. Die Bilder wurden hier verändert, wie ihr seht. Die Kamera wurde weggemacht und so. Also kurz gesagt, die Ähnlichkeiten zum Original wurden hier another to fake. Aber hier ist man auch super ehrlich. Dual-Kamera, also eine auf der vorderen Seite, auf der Rückseite. Drei Kameras, only one work, another to fake. Die sind wirklich immer unglaublich ehrlich. Aber auch hier steht wieder HD Plus auf der einen Seite, dann 2346x1024, was ja Full HD Plus bedeuten müsste. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, der 6580 mit dem Full HD Plus Panel, ich glaube, der wäre ein bisschen überfordert. Und hier auch mit 1 GB sogar noch angeboten. Ich hatte mal ein Gufone gehabt, das war aber ein bisschen älter. Das war durch eine iPhone 8 Kopie. Da waren 512 MB Festspeicher. Das haben wir heute in Gigabyte im Telefon drin. Also ein halber Gigabyte Festspeicher. Das war so wenig gewesen, dass die UI, also dass das Betriebssystem, den gesamten Speicher aufgebraucht hat. Ich konnte nicht mal WhatsApp installieren. Das Telefon war absolut sinnlos. Ich konnte mich nur aufregen darüber. Und ja, hier also auch 1 GB Arbeitsspeicher und dann 4, 8 oder 16 GB Festspeicher zur Auswahl. Denn System could be show fake, 64 GB, 256, 512. Auch auf den Boxen steht dann halt entsprechend das, was in das Telefon reingefaked wurde, als Festspeicher. Damit man auch die Box zeigen kann, seinen Kumpels oder sowas. Hier, schaut da, ich habe die 512 GB Version. Das ist natürlich alles Blödsinn, weil, ja, man hat halt nur 1 GB und dann 4, 8 oder 16 als Festspeicher. Und auch, ja, wenn die Dinger billig sind und man denkt, ach, aber ich will so gerne ein iPhone haben, ich kann mir das durch die 1.000 € nicht leisten. Und es ist natürlich verlockend, sich das dann zu bestellen. Ja, wenn man sagt, hier, na, ich nehme 11 Stück, kann ich jedes Jahr eins schreddern. Da bezahlt man sogar nur noch 84 €. Aber das ist die Hardware ist, wenn ihr es ungefähr wissen wollt, das ist so ein 50-Euro-Bereich. 50 € und drunter, das ist ungefähr die Hardware-Wert. Hier habe ich nochmal schöne Bilder für euch. Es gibt schon die ersten, die haben es importiert und verkaufen es dann wiederum bei eBay. Wir sehen hier 160 €. Was schreibt er darüber? Gufone 12 Pro Max. Design like Apple iPhone 12. Okay. Soweit nicht interessant, aber wir haben hier nochmal Originalbilder. Und da sehen wir hier auch die Notch. Apple-typisch, sehr breit. Wobei die ja den Gerüchten zufolge eigentlich schmaler sein soll, aber da hat man hier wahrscheinlich dann das Design von Vorgängern noch verwendet. Und seht ihr im Hintergrund, wir haben das Ladegerät, was aussieht wie das Apple-Ladegerät. Wir haben hier die Kopfhörer, die aussehen wie Apple-Kopfhörer. Natürlich die Original-Apple-Verpackung. Hier, muss ich sagen, die Fotos hätte man durchaus auch besser machen können. Echt furchtbar. Hier könnt ihr hoffentlich sehen, da ist der, ich kann nicht reinzoomen, okay. Ah, da ist der Apfel, der angebissene. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn das hier und was ist denn das hier? Ja, das soll aussehen wie irgendein Herstellerlogo, SH. Warum jetzt dieser Aufkleber, warum was anderes? Naja, dass wenn der Zoll das eben aus der Verpackung holt, der das nicht sieht. Die Produkte mit den originalen Logos zu importieren, das ist verboten. Hier bei dem Design, da könnte man sagen, ja, mit den vier Kameras kann man sagen, ja, das Design gibt es gar nicht, das ist nicht Apple. Aber wenn dann das original Apple-Logo drauf ist, dann wird es mit dem Import schwierig. Und hier sehen wir noch die Verarbeitung. Wir haben auch den Mute-Schalter, das ist auch ganz wichtig, auch bei allen Gufone-Generationen dabei. Und hier die Lautstärke-Tasten, das ist alles richtig gut gemacht. Wie gesagt, ich hatte ein paar von den Dingern ja schon in der Hand gehabt. Das ist echt unglaublich. Auch Rückseite Glas, wie ich das gesagt habe. Hier die goldene Version offensichtlich. Hier nochmal ein anderes Angebot gezeigt. Das war jetzt internationales England. Das war eigentlich ein iPhone 11 Pro. Wäre als Version 12 vermutlich nicht für diesen Preis herausgegangen. Wir reden von 287 € plus Versandkosten, wobei das Angebot beendet wurde, noch vor Ablauf der Zeit. Also entweder ist es aufgeflogen oder, keine Ahnung, vielleicht hat der Verkäufer ein Angebot bekommen neben eBay. Und das war ganz besonders bitter, weil da schreibt iPhone 11 Pro 256 GB und dann minus Gufone. Also ihr seht, wir reden hier von 300 €. Das ist weit über dem, was so ein Gufone eigentlich kostet. Hätte man sich auch selbst importieren können. Aber ich glaube, hier waren halt einige dabei bei 37 Gebote. Und das war noch nicht abgelaufen. Das lief noch ein paar Stunden. Das heißt, das wäre noch mal auf über 300 hochgegangen. Oder vielleicht noch mehr, man weiß es nicht. Aber ich vermute, dass hier welche das halt nicht gepeilt haben, gucken sich die Bilder an und denken,
designed by Apple in California. Das ist halt ein iPhone, nicht wahr? Hier sieht man das nochmal besser, es sind bessere Fotos, es ist der Vorgänger, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Das iPhone 12 gibt es da gar nicht. Und die Technik ist ohnehin die gleiche. Aber ich will es auch noch mal kurz zeigen, halt, wie gut das gemacht ist, wie das aussieht. Hier eben ist das Apple-Logo hinten drauf und auch solche Kleinigkeiten, eben diese Zettelchen mit Design bei Apple in California. Das ist alles mit dabei. Hier ist der Karton gezeigt. Boah, das Bild rauscht unglaublich. Okay, gut, die Bilder sind jetzt auch nicht viel besser. Und ich auch nochmal das Zubehör. Lightning ist dabei. Stimmt. Das hier ist doch kein Lightning, das ist doch USB-C. Ich war jetzt auf USB-C, in den Geräten ist ja immer USB-C. Das habe ich ein bisschen verpeilt. Nicht stimmt, bei Apple ist natürlich Lightning. Und ich sage es aus Erfahrung, bei meinen Klonen, bei den Fakes, die ich bisher vorgestellt habe, die Goofones, war immer Lightning dabei. Und ja, auch natürlich die Kopfhörer mit dabei. Hier die Verpackung, da sieht man es auch nochmal schön. Includes ja iPhone 11 Pro, EarPods with Lightning Connector. Na, wie ich sagte, Lightning to USB-Kabel, bla immer so weiter. Und der Karton ist natürlich auch kopiert. Die wird man so nicht von Apple einfach kaufen können, davon gehe ich jetzt mal aus. Das wird ja alles mit komplett kopiert, da haben die gar keine Bauchschmerzen mit. Ja, dann kann man sich halt aussuchen, welche Version man nimmt, also was auf dem Karton und im Gerät dann reingefaked wurde. Ja, das hier fand ich schon sehr, sehr, sehr frech. Ja, GoPhone, kleingeschrieben, ein iPhone 11 Pro, 256 GB. This is a brand new phone, complete with charger and headphones. Fragt alle Fragen, bevor ihr das Gerät kauft. Eine ganz kleine Note. Auf den Fotos ist das, was du bekommst. Das Telefon ist ein GoPhone. Es ist exakt wie ein iPhone 11. Only difference is a slightly different software. Das ist natürlich Blödsinn. Es gibt nicht einen kleinen Unterschied in der Software. Es gibt einen ganz, ganz fetten Unterschied in der Hardware. Ihr wisst, ich bin kein Apple-Fan, aber wirklich, da sind wirklich Generationen zwischen der Hardware von den Original iPhone 11 Pro und von den GoPhone. Und natürlich, ja, keine Rückgabe, keine Kohle zurück, nichts mit Kauf abbrechen oder widerrufen. Ich gehe mal davon aus, dass hier ein paar dabei waren, die dachten, ich kann jetzt ein iPhone 11 Pro günstig schießen. Schön. Ich verlinke das zu DHgate jetzt nicht in der Videobeschreibung. Gut, die meisten würden es eh finden, aber ich rate davon ab. Das von eBay, das kann ich euch unten verlinken, da könnt ihr euch das Angebot mal anschauen. Aber 160 Euro, was der Minimum haben möchte für die Hardware, die, wie erwähnt, gerade mal 50 wert ist. Keiner macht da irgendein Schnäppchen. Das ist totaler Blödsinn. Wenn ihr günstige Telefone sucht, meine Website moschus.de, es ist aber auch die erste Zeile in der Videobeschreibung. Angebote, hier in den Low-Budget-Angebote. Da sind wir hier in der Tabelle, kommen wir dann raus und dann schaut euch mal die Preise an. 88, 47, 51, 93. Und wenn wir uns ja für 47 Euro zum Beispiel das Yumi DJI 3 mal kurz anschauen, 216, LTE Band 20, und bei den GoPhone haben wir kein LTE, weil hier ein 67, 37 glaube ich drin ist. Also kurz gesagt, für 47 Kröten ist das Teil hier schon besser. 51, da kriegt man schon Android 10 und bessere Hardware. Das heißt, GoPhone zieht letztendlich den Käufer nur über den Tisch. Wenn ihr vernünftige Telefone sucht und wenig Geld habt, bevor ihr euch Plagiate kauft, guckt hier. Da ist Import dabei, da gibt es aber auch viele Produkte direkt aus Deutschland. Großen und Ganzen alles dabei. eBay, Gearbest, Banggood, Amazon speziellen habe ich auch. Hier auf Amazon Shop habe ich ewig keine Zeit gehabt, das jetzt mal zu aktualisieren. Aber ich habe tatsächlich mir jetzt mal Zeit genommen. Und da ist jetzt die Liste. Da sind viele, viele rausgeflogen, die halt zu alt waren oder sich nicht mehr gelohnt haben. Jetzt ersetzt. Und hier für 70 Euro geht es hier schon los. Und endet bei 200. Ach nee, mit 60 geht es schon los. Und das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Nee, mit 57 geht es sogar los. Das Ulefone Note 7 ist auch schon besser. Und YouTube, wie gesagt, verlinke ich euch unten. Ansonsten Moschus und GoPhone eingeben. Hier die iPhone 8 Klon habe ich mir angeschaut. iPhone 7 Klon habe ich angeschaut. Und habe es sogar aufgemacht. GoPhone X war das letzte von Apple gewesen. Samsung Galaxy S8 Klon. Ach nee, Apple iPhone XS Max habe ich mir sogar angeschaut. 1:1 Fake. Ah ja, das war das V-Phone gewesen. Und von Samsung eigentlich zuletzt, das war auch das jüngste, das Samsung Galaxy Note 10 Plus. Und das sah auch richtig gut aus. Hier der Stift ist dazu und zieht euch mal das All-Screen-Design rein. Da könnt man wirklich glauben, dass es sich hier um Original handelt. Funktioniert soweit. Farbwiedergabe des Displays, zieht euch das mal rein. Der Clone ist so Hammer, ja. Und hier ist dann das V-Phone XS Max. Ich denke mal, das ist aber das gleiche wie GoPhone. Und sieht schon sehr Apple-mäßig aus, oder? Zieht euch das ins Display-Buddy-Verhältnis rein. Cannot connect to the App Store? Ja, natürlich, weil den gibt's nicht. Hier ist das Einstellungsmenü. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Die meisten Menüpunkte, wie gesagt, sind tot, aber zumindest vorhanden. Ist annulliert. Ach ja, na gut, die Übersetzung. Daran merkt man ehrlich gesagt auch, dass es kein Original ist. Die Übersetzung ist teilweise echt ganz schön schlecht. Ja, und es gibt natürlich Teile von Android, die konnten die nicht ausblenden. Die zum Beispiel, wenn man sich bei Google anmeldet, was tatsächlich ging. Hier habe ich auch mal den Karton gezeigt. iPhone steht an der Seite drauf. Vordere Seite ist das Bild. Hintere Seite seht ihr die Logos. Alles, was ich vorhin gezeigt habe. Hier die Rückseite. Und
war das auch schon so gewesen. Daher kannte ich das schon. Diese Sticker, die die Logos verbergen. Apple-Logo auch beim Starten. War ja klar. So, und hier seht ihr auch die Rückseite. Das ist natürlich auch Apple-Logo drauf. Hier die Kamera. Also, die sind schon ziemlich frech, muss ich sagen. Schön. Wenn ihr euch aber die Videos anschaut und auch hört, was ich dazu sage, dann bekommt ihr raus. Wirklich benutzbar sind die alle nicht. Schön, die Videos kann ich euch auch noch verlinken. Und das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren. Über China-Shot-Fakes und sowas informiere ich immer mal regelmäßig. Stell sowas ja auch regelmäßig mal vor. Hier unter Forum und Giveaways werde ich diese Woche vermutlich noch ein neues Giveaway einstellen. Werde ich wieder was an euch verlosen, weiß ich noch nicht genau was. Aber es wird auf jeden Fall fantastisch. In der Videobeschreibung finde ich auch meinen Zweitkanal, Mosch. Da habe ich erst mit Samin zusammen Rätsel mit Samin, Folge 13, veröffentlicht. Könnt ihr euch reinziehen? Da haben wir ein Hustle-Cast-Puzzle. Haben wir enträtselt. Sehr, sehr spannend. Außerdem gibt es noch Lockpicking. Samin Art gibt es auch. Da malt sie für euch wirklich sehr schöne Bilder. Könnt ihr auch gerne abonnieren. Findet auch in der Videobeschreibung, wie gesagt. Schön. Videobeschreibung könnt ihr sowieso mal so ein bisschen durchstöbern. Da habt ihr auch viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Ist mal ganz fantastisch. Ansonsten lasst mir ein Like da. Ihr könnt unten in den Kommentaren ja gerne eure Erfahrungen reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch schon mal Erfahrungen mit Plagiaten. Ist mal sehr, sehr spannend zu lesen. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.